warten jetzt noch auf Claudia Roth und gucken, dass sich der Platz langsam füllt, machen ein bisschen Musik, verteilen schon ein paar Materialien, ja, und sind einfach für die Leute da. Ja, ich hoffe mir einfach, dass wir in einer lockeren Atmosphäre ein bisschen darüber sprechen, was wir Grüne nach der Landtagswahl eigentlich wollen. Also wir haben ja ein dickes Programm und jetzt wollen wir natürlich mit den Menschen darüber ins Gespräch kommen. Und deswegen ist es mir ziemlich wichtig, dir einfach auch Fragen beantworten zu können und vielleicht auch Unsicherheiten zu klären. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir hier heute auf dem Friedensplatz sind. Die Bühnentour, die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Das ist eine der besten Mittel, Wahlkampf zu machen. Also da Politik ja auch ganz viel mit glaubwürdiger, persönlicher Vertretung zu tun hat, glaube ich, ist für uns Grüne das Bildungsthema, das Gerechtigkeitsthema überhaupt. Und dann natürlich unsere klassischen Themen, die sind ja nicht weg. Die sind ja ein Riesenproblem. Umweltzerstörung, Klimaschutz. Klimaschutz fängt zu Hause an, fängt in der Kommune an, fängt in einem Bundesland an. Eines der urgrünen Themen wird in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen müssen, weil der 9. Mai ist natürlich auch eine Abstimmung über die Atomkraft, über den Plan von Schwarz-Gelb auf Bundesebene, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Denn eine neue Regierung in Nordrhein-Westfalen kann und wird dann im Bundesrat natürlich eine andere Politik betreiben wie jetzt. Und damit ist auch die bundespolitische Bedeutung dieser Landtagswahl ziemlich deutlich. Ja, es war gut. Es sind viele Leute gekommen und es haben auch viele Leute lange zugehört. Das heißt, die Menschen interessieren sich für unsere Antworten für die nächsten 5 Jahre für Nordrhein-Westfalen. Insofern war das ein guter Auftakt. Alle Direktkandidaten waren da, Claudia war da. Und deswegen, denke ich, war das ein guter Auftakt hier für Wuppertal und für Nordrhein-Westfalen.